Hurensohn, Digga. Esmine. Du spielst asozial. Was? Ich spiele asozial. Halt die Fresse, Digga. Oh mein Gott. Luigi. Was, Mann? Huren. Versteck dich doch nicht mal. Piss dich. Ich mach dich kaputt, du Hurensohn. Junge, was soll ich? Du meinst, du bist bereit, den NK-Team zu joinen? Ja, genau dich meine ich. Denn Hemd, weiße Schuhe, Jeanshose macht einen leichten Eindruck, als wärst du ein Noob. Bist du dir da sicher? Denn guck dich doch mal an, du siehst total scheiße und... Okay. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um eine Clan-Bewerbung für den NK-Clan. Denn nicht alles, was ihr gerade gesehen habt, war das Video. Und zwar habe ich heute mir überlegt, hau ich eine kleine Wheeler-Story raus. Und ja, sie ist wahr. Und ich habe mir wirklich fast in die Hosen gemacht dabei. Und zwar geht es heute um eine kleine Silvester-Story. Und zwar habe ich vor 3 Jahren, glaube ich, ja, vor 3 Jahren war das Silvester, hat mich mein Kumpel gefragt, Digga, willst du nicht mal mit bei uns feiern und so? Und... hat er auch gemacht. Und zwar, sein Bruder wohnte beim Bauernhof und die hatten halt eine richtig große Partyscheune und da war halt alles umgebaut, drum und dran, Disco-Kugel, alles drum und dran, Bar, so wie es sein soll. Und ja, wir hatten auf jeden Fall nicht nur normale Böller am Start, sondern auch ein paar Polenböller. Insbesondere Color Salute und so ein Scheiß und wie ihr wisst, macht man damit eigentlich regelrecht viel Scheiße. Und das haben wir auch gemacht. Und zwar hatten wir halt die ganze Zeit so ein bisschen rumgeböllert, da waren dann auch andere Jugendliche, die hatten die natürlich auch, weil das war auf dem Dorf. Und da ist da halt eigentlich eh keiner interessiert, was man überhaupt macht, haben wir so ein bisschen eine Schlacht gemacht mit den Jugendlichen da. Und was richtig krass war, Leute, wir hatten dann irgendwann keine mehr, aber ich habe mal einen safe in die Jackentasche gepackt und wir dachten halt wirklich, oder die anderen dachten halt, ja, wir haben keine mehr, geben wir wieder zurück. Und ich meinte dann noch, dass ich einen hab und hab dann halt einen normalen Böller geschmissen, so auf so ein Scheunendach. Und ja, meine Freunde dachten halt, das wäre ein normaler Böller. Und weil ich mir gar nicht bewusst war, was der für eine Sprengwirkung hat, ist dabei so ein Stück von der ganzen Regenrinne auf diesen Scheunendach abgeplatzt. Oh mein Gott, das hat so übel laut geknallt. Und auf einmal kam da dann ein Typ raus. Wir haben das gar nicht so wirklich gemerkt. Wir sind einfach ganz normal weitergegangen, weil wir dachten, es juckt eh keinen. Wir haben das gar nicht so richtig gemerkt. Dann haben wir nach hinten geguckt und dann lag da die ganze Regenrinne auf der Straße. Und der Typ kam uns dann hinterher und meinte dann zu uns so, hey, stehen bleiben, sonst ruft die Polizei und so. Und oh mein Gott, also vor allem, das war einfach so, dieser Moment, der war einfach so unnormal krass. Wir dachten die ganze Zeit so, laufen wir jetzt weg oder stämmen uns jetzt eigentlich? Und da es eigentlich ein Dorf ist und jeder jeden da kennt, haben wir dann einfach gesagt, ja gut, alles klar, wir haben das gemacht. Was sollen wir jetzt machen? Polizei rufen wäre jetzt eigentlich Quatsch, weil wir waren ja gleich eigentlich daneben an, bei der Partyscheune. Und dann kam der Vater von meinem Kumpel und hat ihm dann irgendwie einen Schein in die Hand gedrückt und meinte, das passt so. Und dann war das auch alles drum und dran geklärt. Ja Leute, die Strafe für mich war halt, dass ich in so einem Bikini-Oberteil Grillmeister spielen sollte bei meinem Kumpel. Und das sah einfach nur so doof aus, Leute. Und ja, ich glaube, das war so eine kleine Lektion, wo ich mir so gedacht habe, okay, das machen wir wohl nie wieder. Und ja, Leute, das war auf jeden Fall eine kleine Story. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, Leute, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schaut bei meinem Kanal vorbei, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, das war meine kleine Bewerbung. Ich hoffe, sie hat euch unterhalten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.